Wir haben Saathäppere. Unsere Fruchtfolge, die meisten Plätze sind rund 3 Hektare. Wir haben Saathäppere, wir haben Saatdinkel, wir haben Saatweizen, wir haben Saatsoja und auch noch Saathaber. Und seither haben wir noch 1,5 Hektare Senf. Aber das ist dann nicht Saatgut. Unser geerntete Produkt, also der Weizen, der Haber, die Soja, der Dinkel, die Hepper, die wären im Jahr darauf noch einmal von anderen Landwirten gesagt. Und dann geht es zu der menschlichen Ernährung. Wir müssen die Felder durchlaufen und die verschiedenen Arten rausnehmen. Bei den Saathäppern müssen wir die Krankenstuden entfernen, sodass wir homogene Kulturen ernten können. Ich war der dritte Älteste in der Familie, also zwei ältere Brüder, die etwas anderes gelernt haben. Ich habe gar nicht mehr etwas anderes studiert, als dass ich den Betrieb vom Vater übernehmen möchte. Und ich habe, glaube ich, da nichts falsch gemacht. Das ist etwas vom Schönsten, was man machen kann, Bauern. Ja, ich habe zuerst einen Baumaschinenmech gelernt. Und dann, so nach 3 Jahren, habe ich mir dazu entschieden, jetzt gleich noch in die Landwirtschaft einzusteigen. Ich habe das dann als Zweitausbildner den Landwirt abgeschlossen. Das ist Soja, Saatsoja, die wir hier anbauen. Es ist in dem Sinn eher extensive Kultur, also man hat nicht wesentlich viel damit zu tun. Auch mit der Düngergabe ist es verhalten. Auch die Krankheit und Schädlingsdruck ist relativ gering. Probieren wir das Jahr ein bisschen Umstrukturierung zu machen, aber im kleinen Rahmen, sage ich mal, wo es ein bisschen Bodenbearbeitung oder der Anbau von der Kulturen geht. Aber ich werde sicher nicht anfangen zu melken für den Sommer. Ja, es sind eher so kleinere Sachen, wo man halt auch politischermassen, sagen wir jetzt einmal, probiert, ein bisschen anders zu machen und zu optimieren. Aber da hilft der Vater auch voll und ganz mit und steht eigentlich hinter meiner Entscheidung. Wie wichtig ist es, dass man gut ausgerüstet ist auf dem Hof? Ich denke, für die Arbeitserleichterung und auch für die Qualität ist die Technik sicher sehr relevant. Es ist ein bisschen Kondomino auf Person drauf ab, wie hart du dich damit befassen. Es interessiert auch nicht an jeder gleich oder an jede gleich. Und ich bin schon noch relativ. Ja, ich habe Baumaschinenmech gelernt, ich tue mich mit der Technik schon noch gerne ein bisschen damit befassen. Ja, ich finde es ein wichtiges Hilfsmittel in unserem Beruf. Und ich denke, es wird auch für die Zukunft weitergehen mit der Technologie.